Wir sind wieder zurück in SimCity. Neue Session, neues Glück, hoffentlich. Christian ist natürlich immer noch damit dabei. Und ich bin total überrascht davon, was hier über Nacht, möchte man sagen, aber es ist noch Nacht, hier alles in der Umgebung so entstanden ist. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Wir hatten eine kleine Pause gemacht und da drüben blüht Michis Stadt Michi? Meine wie Stadt. Heißt du? Martinsstadt. Wie heißt ich nochmal? Unfassbar groß auf, der absolute Wahnsinn. Es leuchtet alles und jetzt schaue ich nach links und da hinten ist Michis Stadt riesengroß. Ja, Jetzt will der die hat Kamera da nicht inzwischen. hin. Das ist der Hammer, der hat in der Pause irgendwann mal ein Wahnsinnsding hochgezogen. Wir haben ja auch irgendwie jetzt 1,5 Wochen oder so Pause Aber gemacht lange gerade. pausiert. Maxis hatte genug Zeit, das Spiel fertig zu patchen oder fertig zu entwickeln, möchte man sagen. Und hier hinten sehe ich deine Universitätsstadt. Ja, das ist Da, ja immer meine noch ein. Frage, haben wir denn jetzt eine Uni? Du hast selber eine Uni, die Depp. Geh weg. Das Blöde ist, was ich jetzt rausgefunden habe inzwischen, was mich auch ein bisschen ärgert. Ich wollte die Uni bauen, damit da Leute zum Studieren hingehen und schlauer werden, aber es scheint so zu sein, dass die Uni zwar auch so funktioniert, aber es gibt ja Technikstufen innerhalb der Städte, wie die Industrie 1, 2 und 3. Technikstufe 1 erreichst du, indem du halt mindestens eine Grundschule baust. Die 2 erreichst du, indem du mindestens diese Fachhochschule baust. Und die 3 erreichst du wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, nur wenn eine Uni in der Stadt ist. Also egal, ob meine Leute können ja theoretisch zur Uni gehen, da schlau werden und dann trotzdem bei mir in Hightech-Gebiet arbeiten. Ja. Aber ich glaube, hoffentlich liege ich da nicht völlig falsch, es muss in der gleichen Stadt eine Uni stehen, damit überhaupt Industrie der Stufe 3 entstehen Ach, kann. das wäre ja ein bisschen Und doof. das wäre halt wieder mal der letzte Hirnfick. Oh, jetzt bin ich schon wieder sauer. Ich Keine hatte 3 Minuten hat es hat gedauert. so gut angefangen. Während du sauer bist, habe ich bei Michi vorbeigeschaut und ich schaue mir gerade seine Stadt an. Mach Und das alter mal. Falter hat der eine schöne Stadt gebaut. Ja? Ich glaube, wir hätten ein Let's Play Michi-Spiel SimCity spielen sollen. Der Michi baut immer so, ja, organisiert. Der macht das immer so schlau alles. Das sieht wahnsinnig strukturiert alles aus. Strukturiert habe ich auch geschafft. Schön ist vielleicht nicht so schön. Riesengroße, ja, Gebäude. Ein Flughafen hat er. Und das alles in einer Stadt. Hier ist ein Messegelände. Wahnsinn. Er hat ein bisschen Glück gehabt. Er hat eine Region, die mehr oder weniger fast nur Fläche ist. Obwohl, nee, da ist ein kleiner Hafen, ein Fährhafen. Gleich mal hinschauen, was der so macht. Und der hat auch Gäste von außerhalb. Ich bin sehr gespannt, ob das bei mir inzwischen auch mal vernünftig anläuft mit den Gästen von außerhalb. Aber er hat ein paar Stauprobleme auch, immerhin. ist ja nur gerecht. Ach, und schon ist es wieder irgendwie geil. Liebes, aber was findest du bei ihm so schön? Ich weiß nicht, ich finde das einfach. Können wir auch mal angucken sonst. Ich finde das einfach nett, was er da so alles hat. Hier ist sogar irgendwo ein. Was hat er denn da? Da hat er einen Diamantpark. Habe ich Aha. auch. Diamantpark habe ich Den auch. hast du So. auch. Habe ich auch. Oh, und Straßenmann hat er auch. Ja, natürlich. Boah. Ich habe gerade 6 neue Depots gehört, die Ich will Spaß überhaupt machen. nicht meine Stadt zurück. Ja, Der hat sogar einen Bahnhof, eine geh in deine Stadt Bahnhofsanbindung. zurück, gefälligst. Ah, oh, Mist. Oh, und schau mal, wie schön bei ihm das Rathaus nee, das Bürger, die Bürgermeistervilla steht. Boah, und die Leute davor. Ah, nee, die protestieren. Okay. Ich wollte Ich gerade bin jetzt sagen. echt mal gespannt. Fans. Wahnsinn. Wie ich jetzt mit diesem doch beengten Platz zurechtkomme, weil, wie gesagt, man kann jetzt irgendwie, mit der Uni bin ich halt nicht ganz zufrieden. Ich schau mal, wie das wirklich mit der Tech-Stufe funktioniert. Wenn das wirklich so nicht machbar ist, dass Tech-Stufe 3 in der Stadt existiert, werde ich sonst mir auch nochmal eine Uni in die Stadt setzen. So richtig glücklich bin ich damit noch nicht, aber das werde ich erstmal weiter verfolgen. Im Moment wächst die Stadt ja noch. Ich schaue jetzt mal bei mir, wie es mit den Arbeitnehmern aussieht, also mit den offenen Stellen. Ich würde am liebsten meine ganze Stadt einreißen. Tja. Jetzt. Scheiße. Jetzt habe ich überhaupt Ach, keinen Bock jetzt mehr auf die eigentlich, Stadt. jetzt mecker hier nicht so rum. Ich habe immer noch offene Stellen, das heißt, ich habe immer noch mehr Sieht Industrie. alles total scheiße aus. Also, kann immer noch mehr Wohngebiete ausweisen, theoretisch. Ich habe mehr genug Leute. Genug Industrie, bloß nicht genug Sag mal, Leute dafür. diese höchste Geschwindigkeit. Oh, bei mir kommen allerdings große Dampfer an, immerhin. Diese höchste Geschwindigkeit haben sie immer noch nicht aktiviert, oder? Lass mich mal kurz Es gucken, geht die immer noch, das bewegt zweithöchste. sich immer noch genauso schnell wie auf der zweitschnellsten. Ja. Bei mir versuchen gerade 2 Schiffe irgendwie aus dieser kleinen Hafenbucht da rauszukommen und es gelingt ihnen nicht so ganz. Einheimische Was auch echt cool ist Passagiere. an der Sound Engine, wenn du nah rangehst an ein Schiff, dann hörst du das halt auch wirklich, das Schiff. Hast du denn eigentlich inzwischen mal Wahnsinn. vernünftig Nee, den Fährhafen angeschlossen? vernünftig nicht. Ich weiß, das hatte ich falsch gemacht, wo ich mich so aufgeregt hatte, dass das nicht funktionierte. Hast du überhaupt Inzwischen einen? Darum geht's ist der halt. Fährhafen angeschlossen. Er bringt einheimische Passagiere 1294 und Passagiere von außerhalb immerhin 114.
Wie, du hast von außerhalb welche? Ich habe null von außerhalb. Warum denn? Ich tippe drauf, dass es auch wieder so eine... Oh, warte mal, was hier? Die Fähren. Zu viele Passagiere darauf. Okay. Oh, schon im Chemiebrenner habe ich immer noch das Problem. Ich habe immer noch, glaube ich, hier irgendwas mit verstopfte Rohre und Kläranlage. Kann ich denn da nicht ein bisschen ausbauen? Ah ja. Ah nee, brauche mehr Geld. Ja, dann geben Sie mir mehr Geld. Ich verdiene auch momentan so gut wie kein Geld. Kann ich dann nicht vielleicht kann ich dir nicht ein bisschen Scheiße rüberschieben? Oder ich versuche mal Michi ein bisschen Scheiße rüberzuschieben. Warum bietet er keinen Strom zum Ver- Ah nee, warte mal, das ist die falsche Stadt. Ich versuche mal hier hinten. Schauen wir doch mal. Nee. Michi bietet gar nichts an. Die Sau. Warum bietet der nichts an? Ja, da nicht zu bieten. Achso, ein Großprojekt könnten wir starten. Das, glaube ich, ist was für die Zukunft. Der Michi hat halt nichts zu bieten. So, einen Bahnhof setze ich mir jetzt auch nochmal hier hin. So, was sind denn diese gelben Linien nochmal? Da ist Zugverkehr. Da ist da sind die Schulbusse. Nee, warte mal. Moment mal, das ist diese Schulbusfahrgäste jeden Tag. Meine Leute gehen bei dir zur Schule. Warum das denn? Ich habe doch eine Uni gebaut. Sind die doof? So. Und jetzt würde ich gerne von dir Strom. Ach nein, das habe ich ja. Wie kann ich denn? Warte mal, keine Wasserliefer. Ah nee, Wasser brauche ich nicht. Keine Kläranlage in der Nachbarschaft. Egal. Ich habe einen Bahnhof gebaut und reiße ihn gleich wieder ab. Weil ich jetzt gesehen habe, oder mal gucken, wie wir abbrechen. Weil ich ja gleichzeitig auch den deutschen Bahnhof bauen kann. Das gehört zum deutschen Städteset hier. Genau. Dass ich dann da den ICE fahren lassen kann und so weiter. Und der macht ja sonst die gleichen Eigenschaften, hat er wie der normale Bahnhof wohl. Also ein bisschen anders vielleicht, muss ich mal genau angucken, aber. Das ärgert mich halt jetzt, dass ich dann den da hab. 40.000. Und nicht. Ach, einen Bahnhof müsste ich auch irgendwo hinsetzen. Eigentlich wollte ich eine Straßenbahn irgendwo hinsetzen, aber ich weiß nicht mal, ob das hier richtig. Also laut Grafik hätte ich hier eine Stelle, wo ich eine Straßenbahn hinsetzen könnte. Aber. Du musst einfach an dein Straßenbahnnetz anschließen halt. Ach doch, jetzt hier. Jetzt geht's, genau. So, das funktioniert. Ich lasse erstmal den Bahnhof hier stehen, den normalen. Und vielleicht, wenn er jetzt später überlastet ist zum Beispiel, ersetze ich den durch, oder baue ich noch zusätzlich einen anderen Bahnhof dann. Ja. Mal schauen. Ich will ihn nicht gleich wieder abreißen, das wäre halt so ein bisschen, Das ist ja wie mit einem Fährhafen sonst, das muss ja nicht sein. So, mein Rathaus. Kann ich mir nicht jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja. Könnt ihr jetzt mal ein bisschen mehr Geld verdienen, liebe Leute? Achso, genau. Das mit dem. Ich kann gar nicht irgendwie dir direkt zuschieben, weil. Aber du schiebst mir, glaube ich, welchen zu. Weil ich. Du bräuchtest dafür eine Kläranlage. Die hast du aber nicht. Wofür brauche ich. Was ist mit der Kläranlage? Damit ich dir Abwasser zuschieben kann. Ja, ich will auch gar kein Abwasser von dir. Ja, ich weiß. So, ich habe eh zu. Kann mein Abwasser selber gar nicht verwerten, alles. Ich kaufe halt schon das komplette Abwasser, glaube ich. Ich glaube, du bist bei mir mehr oder weniger mit drauf, was Abwasser angeht. Steuern sind zu hoch. Naja, jetzt halt nicht rum. Also pro Stunde abgeleitetes Abwasser, behandeltes Abwasser habe ich schon. Nee, zack, jetzt auf die Stadt. Ich habe ja drei Sachen. Ich hab eine Kläranlage, doch. Hä, aber dann müsste ich dir doch. Abwassertanks maximal ausgelastet, aber da muss ich mal ein bisschen was machen. Warum kann ich dir denn aber dann nichts rüberschieben? Ist ja komisch. Weil ich halt schon voll ausgelastet bin. Ach so. Das ist das Problem. So, habe jetzt nochmal einen zweiten Wassertank dahingestellt. Vielleicht kommen die damit besser klar. Jetzt bin ich schon im Plus. Ich verkaufe immer noch was und ich stoppe das mal. Mal gucken, wie dann meine Bilanz aussieht. Dann bin ich wahrscheinlich wieder Schau mal ein bisschen die Infokarten durch. Versuche mich ein bisschen schlau zu machen, was denn so Sache ist in meiner Stadt. Ah ja, okay, das mögen sie hier gar nicht, die Ecke hier unten. Na gut, da werden sie
so mit leben können. Die wollen gerne aufsteigen. Aber wie? Nee, die sind schon ganz oben. Was? Ah, meine Industrie scheint... ja, tatsächlich. Meine Industrie ist... Ach, hab ich die Punkte? Ganz oben. Was den Informations... Also was die Qualität angeht, die Technikstufe. Das Verhältnis ist eine Dreier-Technikstufe schon? Hm. Ja, durch die Uni halt, ne? Ist alles auf der Dreier. Nee, eins ist noch nicht, aber das ist noch nicht fertig gebaut. Deshalb ist es noch nicht auf der hohen Technikstufe. Was ich allerdings... Ich krieg die Dichte jetzt da nicht sonderlich hoch, weil sie nicht genug gut ausgebildete Leute haben. So, hier ist der Verschmutzungsgrad. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, was ich hier habe. Das ist auch sauber. Ich verdiene immer weniger Geld pro Stunde. Woran liegt das? Was nehme ich denn zu wenig ein? Bildung ist halt sauteuer bei mir gerade. Meine Technikstufe ist immer noch auf... Ich weiß auch nicht, also hat sich überhaupt soll. Nicht entwickelt. Das ist das Problem bei mir. Ist die Technikstufe halt ganz niedrig. Die haben auch nicht so viel Platz, um sich auszubreiten. Vielleicht scheiße ich auch auf die Industrie. Dann setzen wir da hinten noch eine Industriestadt hin. Ich habe das an ein paar Stellen gelesen, dass das... dass es möglich ist, halt auch wirklich komplett industriefreie Städte zu bauen und die würden trotzdem wachsen das. Und so. Also dann mache ich das und da mache ich die andere Stadt, sein. Wo ich ja schon die Uni habe. Aber ich sage nicht, dass es stimmt. Hin. Also ha? Ich kann mich auch irren. Nee, das finde ich gar nicht so schlecht. Das könnte ich mal probieren, da hinten eine Industrie aufzubauen. Wie sieht denn bei dir es mit den Arbeitskräften aus? Du hast ja wahrscheinlich mehr offene Stellen als Arbeitskräfte, oder? Also Moment. Oh, ich habe wahnsinnig viele Leute zu Besuch offensichtlich in der Stadt. Ich glaube, das kommt jetzt durch dieses, dass die Städte dann doch ein bisschen stärker verbunden sind miteinander. Lass mich mal kurz schauen. Also, Gesamt... Ah ne, das sind hier die in den unterschiedlichen Einkommensstufen. Auf der ganz hohen Einkommensstufe ist bei mir nicht so viel los, aber in der die Mittelschicht ist gar nicht so schlecht ausgeprägt. Aber in der Mittelschicht suchen sie nach Arbeit. Ja, wo können sie die denn herkriegen? Ich bin so schlecht mit solchen ganzen Statistiksachen. Nicht erfüllte Lieferaufträge. 10.000. Industrielieferer. So, ich will mir was bauen. Ich brauche so ein komisches Depot-Ding. Wo ist denn dieses besondere Haus? Es gibt doch diese. Lass mich kurz durchgucken. Jetzt habe ich's. So, bei Kultur. Ich will so ein besonderes Gebäude bauen. Hm. Und es gibt doch dieses Haus, man kann ja nur 3 Sondergebäude pro Stadt bauen, oder? Man kann ja nicht alle der ganzen Stadt vollpflanzen, theoretisch, mit dem Eiffelturm und dem Brandenburger Tor. Ach und so, allem. Okay, das weiß ich gar nicht. Also ich müsste es mal nachlesen, irgendwas habe ich im Heft gelesen. Und es gibt dieses abgefahrene Wohnhaus, ach, da habe ich es, aus Rio ist das. Ne, aus Sao Paulo. Und das hat, witzigerweise können da auch Leute drin wohnen. Das ist einer der, ich glaube, nicht sogar die einzige, das einzige Sondergebäude, wo Leute drin wohnen können. 1.100 Leute, das kann ich mir jetzt irgendwo hinstellen und dann wohnen da nochmal 1.100 Leute drin. Ich habe da ja meine Kläranlage mal ein bisschen... Das mache ich jetzt nämlich mal. ...verstärkt. So, und hier hinten ist jetzt bei mir hier tatsächlich Hightech-Industrie drin. Sie möchte gerne eine Eisenbahngleise möchte sie gerne verlegt haben. Tja, ich weiß noch nicht so richtig wie und wo... Ach, das ist nicht genehmigt. Das ist ja doof. Nee, dann gibt's das nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt ideal war, das hier hinzustellen. Ich hab's einfach mal hier hingepflanzt, weil ich da noch Platz hatte. Habe jetzt dieses coole Haus hier stehen. Aber ich brauche anscheinend Strom, meckert er dann gerade. Gucken wir mal wieder in die Stadt, wie es mit meinem Strom aussieht. Eigentlich dachte ich immer, ich hätte genug. Vielleicht ist das bloß noch nicht angeschlossen gewesen und es dauert halt kurz. Mein Kraftwerk ist ja hier hinten. Ich glaube, ich liefere dir eigentlich noch Strom. Zumindest habe ich das eine Zeit lang gemacht. Abdeckung. Ja, ich bin noch leicht im Plus. 9,8 Megawatt ist ja mal. Ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Kaufe auch global Kohle, wenn das sein muss. Also eigentlich produziere ich genug. Sogar 14,8 Megawatt Überschuss jetzt. Also es müsste genug da sein für das Haus. Es sei denn, es braucht voll viel. Gucken wir nochmal kurz rüber. Steht jetzt immer noch, dass es Strom braucht? Wir bräuchten hier etwas Strom. Woran kann das denn liegen, dass der jetzt hier meckert? Ach, guck mal, jetzt kann ich hier dir Wasser kaufen. Dann kaufe ich doch mal. Aber Abwasser kann ich nicht kaufen. Oh, und jetzt versinkt langsam eine Stadt im Stau, wie ich hier sehe.
merkwürdig. Hast du auch schon so schlimme Staus? Ich glaube, es geht noch, weil ich sehr viele Busse gebaut habe. Kann das sein? Ich habe hier diesen Busbahnhof und der ist, glaube ich, voll ausgebaut. Ja, der ist voll. Naja, ich habe 40 Minuten Wartezeit bei den Bussen. Ich müsste wahrscheinlich irgendwo mal noch ein anderes Busdepot hinsetzen. Oh, die stehen bis hier hinten bei mir. Ist ja schlimm. Okay, also meine Stadt wächst ja immer noch ganz nett, aber ich glaube, ich habe ein ganz schönes Verkehrsproblem an manchen Ecken. Irgendwo muss so eine zentrale Kreuzung sein, die diesen ganzen Stau produziert. Und ich befürchte fast, das ist hier so in diesem... Ups, so kann man ganz schlecht scrollen. Hier in diesem Gebiet so staut sich das Ganze. Vielleicht wenn ich hier nochmal einen Durchbruch mache, obwohl je mehr Kreuzung man hat, das ist auch nicht so gut. Diese Kreuzungen machen ja auch ganz schön viel kaputt. Ach, das ist nicht so ideal. Ich baue erstmal nochmal eine Straßenbahn aus. Vielleicht steigen dann nochmal mehr Leute auf die Straßenbahn um. 63 Minuten ist die durchschnittliche Wartezeit. Ich habe jetzt schon wahnsinnig viele Straßenbahnen, das ist voll ausgebaut. Dann baue ich auch nochmal ordentlich Straßenbahnen. Ich habe ja zwei Depots schon für die Straßenbahn. Aber mein Gott, baue ich halt nochmal hier auch nochmal aus. Zack. Komplett ausbauen. So, und vielleicht verbessert sich das dann mit der Straßenbahn, dass dann noch mehr Leute fahren. Immerhin fahren bei mir schon 22.000 Leute mit der Straßenbahn jeden Tag. Oh, krass. Das ist ja schon mal eine Menge, aber ja. Es reicht anscheinend nicht aus. Und dann gucke ich mal, ich habe ja noch Busse, gibt es ja auch noch. Bus, wo sind die, wo ist meine Busstation? Wo ist mein Busdepot? Da hinten ist mein Busdepot, das reicht wahrscheinlich auch bei weitem nicht. 49 Minuten ist halt die Wartezeit, das ist schon ein bisschen bitter. Dann bauen wir das einfach nochmal ein bisschen aus und möglicherweise wird das auch dann... mit den Bussen besser. Einfach mal das erste Bus-Depot vollständig ausbauen. Ich habe ja dieses große Bus-Depot noch nicht gebaut. Das ist ja auch überregional. Nimmt das dann ja irgendwie Leute an, oder? Wie ist das? Genau, so ist das. Ich habe jetzt auch mal eine Straßenbahnhaltestelle gebaut. Ein Straßenbahn-Depot. Das zu bestimmten Positionen auch tatsächlich hinfährt. Ich muss wahrscheinlich... Oh, hier ist irgendwas nicht geupdatet. Ah ja, hier. Ich musste allerdings einen riesen Kredit aufnehmen, um das zu bezahlen. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich halt jetzt damit zu Rande komme. Ich habe jetzt erstmal Straßenbahn und Busse ganz schön ausgebaut. Und wenn das jetzt halt ein bisschen besser läuft, vielleicht entlasse das die Straßen. Und dann gucke ich mir später nochmal die Straßen an, die Knotenpunkte. Und wenn es immer noch Probleme gibt, muss man da was machen. Aber ich versuche erstmal, ob das ein bisschen was geholfen hat. Ha, guck, mein tolles Gebäude... funktioniert jetzt auch. Schon ziemlich schick. So, was wird er denn hier? Ja, vielleicht ein andermal. Oder ist der jetzt weg? So, jetzt habe ich meine Stadt auch mal mit Straßenbahn versorgt. Aha. Aber, ach Mist, da muss ich jetzt hier durch den kompletten Ort durchbauen. Aber Moment. Musste ganz schön, ja, umdisponieren mit vielen Dingen. Ich habe mal total die Steuern gesenkt, um ein bisschen halt die Dichte zu erhöhen in den Gebieten. Das hat dann, dass sich noch mehr Leute ansiedeln. Mal gucken, ob das so klappt. Im Moment immerhin ja schon bei 150.000 Einwohnern. Was hast du geändert? Entschuldigung. Die Steuern für die... Ah, okay. Für die Leute runtergesetzt, damit da halt mal mehr... ja, damit aber mehr Leute zuziehen, weil sie es vielleicht zu billig finden. Das finde ich echt ein bisschen mit diesem Steuersystem, das finde ich ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Also, wie billig das ist. So, jetzt will ich hier irgendwie gerne meine Straße noch anbinden. Wie mache ich denn das? Moment. Ist auch ein bisschen doof, dass man, wenn man irgendwo eine Verbindung hinsetzen will, man muss das dann erstmal alles mehr oder weniger wegreißen, was da so im Weg ist. Feuerwache, ja, machen wir weg. Weg, weg. 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 Niedrige Baumreihe, ja, machen wir weg. Machen wir weg. Aber auch weg. Bürgermeisterhaus. So, jetzt müssen wir aber ordentlich Kapazitäten haben. Hä, warum ist denn da das Bürgermeisterhaus? Ah, ist doch scheiße. Jetzt. Ja, dann weg. So, jetzt steigt man durchsetzt, endlich mal mehr Wasser geklärt bei mir. Kann ich vielleicht irgendwann auch die
die anderen hier zumachen, nämlich die Abwasserendrohre, die da alles verschmutzen, wenn meine Kläranlage halt voll ausgebaut ist. Mal gucken. Ordentlicher Durchsatz. Macht der Weimar meine ganze Stadt mehr oder weniger kaputt? Ich schalte die mal aus, die Abwasserendrohre. So. Gucken, wie das funktioniert. Und dann gibt es ja auch noch mit dem Wasser. Die Wassertürme sind ja wahnsinnig günstig im Bau. Aber, ja, aber pro Stunde sind sie ganz schön teuer dafür, was sie leisten. Ja, und die Wassertürme sind auch eigentlich keine wirklich gute Idee, weil das das frisst nur Knete am Ende des Tages. Oh, scheiße! Was ist jetzt los? Oh, jetzt habe ich irgendwie eine Straße weggerissen. Ich dachte, auf der anderen Seite würde reichen. Jetzt habe ich eine ganz große Straße weggerissen, wodurch dann hier mehr oder weniger das Ganze... Ne, die Grundschule würde ich nicht wegmachen. Oder? Das kann ich mir nicht leisten. Ach, schick sie das aus. Wodurch hier mehr oder weniger das komplette Viertel weggerissen war auf einmal. Verdammt. Ich baue jetzt die Stadt einfach ein bisschen um. Was soll's? Also diese Meldungen sind schon ein bisschen komisch. Bei mir leuchtet die ganze Zeit der Abwasserbutton gelb. Hm. Und der Typ sagt auch immer, hier, Abwasserendrohre sind überlastet. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Also irgendwo steht immer Überschuss. Dass es halt klappt. Aber wenn man dann das Gebäude anklickt, sagt er tatsächlich, dann ist wieder zu wenig. Ich weiß nicht, wie diese Angaben halt zusammenpassen vom Tacho. Ich habe eigentlich 228 Kiloliter, diese schöne Einheit, Kapazität. Und liegt damit eigentlich über dem, was ich brauche, im grünen Bereich. Aber es gefällt ihm trotzdem nicht. Ich baue mal jetzt noch einen so einen daneben. Dann müsste es ja mal irgendwann reichen. Oh Gott, die Leute werden es wird immer mehr. Dann baue ich auch jetzt gleich noch eins dran. Bin ja gar nicht erst in Engpässe kommen. So, wenn das jetzt aber nicht bald hinreicht und der Button gefälligst aufhört, mal gelb zu leuchten, dann weiß ich auch nicht weiter. So, bei mir wird es gemeckert bei den Zügen. Ich habe ja letztens einen Bahnhof gebaut. Oh, was steht denn da? Geschlossen, wir brauchen Strom. Kein Strom, kein Wasser haben sie angeblich. Aha. Das ist ja schon ein bisschen komisch, weil... Wasser habe ich ja eigentlich genug. Strom sagt eigentlich auch... Immer, zeigt er eigentlich auch immer im grünen Bereich an. Sag mal, du hast irgendwo eine Feuerwache und schickst durchaus Feuerwehr in andere Städte, oder? Ja. Okay. Bei mir zeigt er irgendwie null Brände und nix. Tote gibt's auch nicht pro Tag. Ja, mit der Gesundheitsversorgung, das weiß ich immer noch nicht, wie das funktioniert. Ich habe jetzt mal zwei Feuerwachen, ja, einfach gelöscht. Also, frag mich nicht, was das jetzt bringt oder so, aber sie sind... hinfort. Aber jetzt machen wir mal, jetzt bauen wir mal einen Bahnhof. Hast du auch, also du hast auch diesen Hochgeschwindigkeitsbahnhof gebaut, oder? Nee, ich habe einen normalen Bahnhof gebaut, ja. Weil ich nicht aufgepasst hatte, dachte erstmal, ich baue den Bahnhof und baue den nachher aus. Und dann habe ich erst zu spät gemerkt, dass ja der Hochgeschwindigkeitsbahnhof auch noch existiert. Aber den baue ich vielleicht entweder ans andere Ende der Stadt und nutze halt auch die Schienen für den Transport innerhalb der Stadt. Da muss ich nochmal gucken, wie man das mit den Schienen verlegen wie das genau funktioniert, ob man da die Straßen abreißen kann, muss, ob das irgendwie parallel geht, ob man da irgendwie, was man das genau machen kann. Das schaue ich mir vielleicht mal in der nächsten Folge an mit dem Schienensystem. Weil dann könnte ich ans andere Ende der Stadt halt den Hochgeschwindigkeitszug bauen und dann könnte man das, wie gesagt, auch innerhalb der Stadt ja nutzen als noch zusätzlichen Verkehrsweg. Ach so, meinst du, das geht, ja? Ja, das soll wohl gehen. Okay. Das probiere ich halt einfach in der nächsten Folge mal aus, also ein bisschen was zu tun. Ansonsten gedeiht das ja eigentlich hier ganz nett. Die Einwohnerzahlen steigen und ich bin immer noch ein bisschen dabei, alles zu optimieren, so in kleinen Schritten. Ich aber auch, der Verkehr ich reiß hier in der das Zwischenzeit schon meine ganze komplette Stadt hoch und runter. Ja, also. Viel Spaß dabei. Aber du kannst ja die Uni mal weiter ausbauen, dann können wenigstens meine Leute zu dir zur Uni gehen, da was lernen. Ja. Und ich muss dann auch, genau, so, das muss ich auch noch gucken, wie erhöhe ich vielleicht die Tech-Stufe in der Stadt. Oder ich überlege mir, ich lagere die Industrie halt wirklich komplett aus an die andere Stadt, die ich ja schon angefangen habe. Ist zwar nicht so schön, weil es als schöne Uni-Stadt gedacht war, aber vielleicht kann ich das irgendwie so zweiteilen, mal gucken. Naja, also genug zu tun, wie immer. Ja, gibt jede Menge zu tun. Ja, und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Also, bis dann. Tschüss.